schwer, zu schwer. Und das Leben zu verstehen, zu verstehen. Lasst uns alle mit neuer Kraft dieselbe Straße gehen. Alle hier auf dieser Erde sind gleich wie ich und du. Herr Zinn, wie kann man die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Lesben und Schwulen verändern? Das ist ein schwieriger Prozess natürlich. Es gibt ja auch sehr positive Einstellungen, das heißt, wir haben ja nicht nur mit Ablehnung zu kämpfen, aber Homophobie ist leider auch weit verbreitet, immer noch in Teilen der Bevölkerung. In der Gesamtbevölkerung gehen wir von ungefähr einem Drittel aus, was homophob eingestellt ist, das heißt, Schwule und Lesben ablehnt. Bei Jugendlichen ist das noch schwieriger. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es bei männlichen Jugendlichen zum Beispiel bis zu 50% und in bestimmten Migrationsgruppen noch darüber hinaus die Ablehnung ist. Und damit umzugehen ist sehr schwierig. Man kann das nur Step by Step machen mit ganz unterschiedlichen Maßnahmen, zum Beispiel Aufklärungsveranstaltungen etc. an Schulen mit Jugendlichen. Aber man kann es auch machen durch ein gesellschaftliches Signal in der Öffentlichkeit. Und das haben wir versucht heute zu setzen, diese Botschaft auszusenden, dass Homophobie in unserer Gesellschaft keinen Platz hat, mit dem Bündnis gegen Homophobie, was wir heute gegründet haben hier in Berlin. Wir haben versucht, möglichst gesellschaftliche Institutionen, Unternehmen, Organisationen anzusprechen und dafür zu gewinnen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Das heißt, nicht die sogenannten, in Anführungsstrichen, üblichen Verdächtigen, die sich mit dem Thema immer auseinandersetzen, sondern wir wollten eben diejenigen, die sich normalerweise nicht damit auseinandersetzen, gewinnen. Und das ist uns teilweise heute gelungen. Und das ist der Sinn dieses Bündnisses gegen Homophobie, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt, stopp, es reicht, Homophobie hat bei uns keinen Platz. Das soll die Botschaft sein und dafür wollen wir natürlich noch viele andere, viel mehr Bündnispartner gewinnen, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Es ist eine langfristige aufklärerische Weg erforderlich in Schulen, in Verbänden, in verschiedene Organisationen, staatliche, aber auch NGOs. Ich kann als Beispiel sagen, dass wir in unserem Verein und auch in unserer Migranten-Community dort regelmäßige Treffen, dort Veranstaltungen, durch Einzelgespräche, durch Gruppenarbeit, aber durch kulturelle Beiträge dazu beitragen, diese Gefühl der übertriebenen Männlichkeit bzw. religiöse, aber auch so eine Vorurteile gegenüber Minderheiten allmählich abzubauen. Es ist so ein langer Weg, der in verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden fortgesetzt bzw. energisch daran gearbeitet wird. Deshalb freuen wir uns, dass heute so eine breite gesellschaftliche Akzeptanz dabei war, um diesen Aufruf zu unterschreiben. Es fehlen unserer Meinung nach immer noch aus meiner Sicht viele Migrationsverbände, die ja daran arbeiten bzw. dazu eingeladen werden, die ja mitzumachen. Aber es ist ein Start gewesen, ein glücklicher Start und hoffentlich wird es dann intensiviert. Ich denke in erster Linie durch Aufklärung. Aufklärung in den Schulen, in den Universitäten. Das muss schon in den Kindergärten anfangen. Den Leuten muss klar gemacht werden, dass eine andere sexuelle Orientierung etwas ganz Normales ist. Kein Mensch sucht sich seine sexuelle Orientierung aus. Die ist ihm angeboren. Das ist sein Gefühl und das muss respektiert werden. Wir hatten ja letztes Jahr hier im Rathaus den runden Tisch gehabt für die Migration und muslimischen Gruppen. Sind die dazu eingeladen worden und liegen Erkenntnisse vor, warum die heute nicht hier waren? Es sind sehr viele Organisationen eingeladen worden, auch muslimische Organisationen und Institutionen sind eingeladen worden. Wir haben viele Absagen bekommen, auch aus dem muslimischen Bereich, muss man ganz offen sagen. Wir haben auch teilweise gar keine Antworten bekommen. Gerade bei religiösen Institutionen ist das dann auch manchmal so, dass man sich mit dem Thema so gar nicht auseinandersetzen möchte und das so
widerlich findet, sozusagen, dass man erst gar nicht antwortet. Das ist leider die Realität und damit müssen wir zunächst mal leben. Wir müssen da dran weiterarbeiten und wir hoffen natürlich, dass wir nach und nach aus dem muslimischen Bereich, aber auch bei den anderen Religionsgemeinschaften noch Bündnispartner gewinnen können. Es haben ja heute nicht nur die Muslime gefehlt, sondern es hat auch die katholische Kirche zum Beispiel gefehlt und auch die evangelische Kirche hat ja erstmal nur als Gast teilgenommen und wir hoffen, dass sich hier noch was verändert, dass wir auch Denkprozesse anstoßen können mit diesem Bündnis und dass auch selbst die katholische Kirche irgendwann mal zu der Erkenntnis kommt, dass Homosexuellenfeindlichkeit nicht akzeptabel ist, dass sie in unserer Gesellschaft keinen Platz haben darf. Ich bin der Meinung, ich bin über Details nicht informiert, aber ich bin der Meinung, dass bei Tiefreligiösen, unter denen auch Muslime, eine starke Verurteilung gegen Leben der anderen homosexuellen Lesben dasteht. Es wird abgeleitet, dass aus religiösen Gründen so eine Art von Leben nicht anerkannt ist. Ich bedauere das. Wir brauchen eine starke, aber schonungslose Auseinandersetzung mit diesen Verurteilen. Ich weiß, was diese Verurteilen verursachen kann. Ich komme aus einem Land, wo Minderheiten, darunter auch Homosexuellen und Lesben, stark benachteiligt, verfolgt, sogar hingerichtet werden. Und ich weiß, was diese Verurteile in Räumlichkeiten zu Hause, aber bei Schulen, bei Freundenbesuchen verursachen kann. Diese Gleichgültigkeit, diese manchmal Hass, aber auch Ignoranz des lebenden anderen kann zu fürchterlichen Ereignissen und Ergebnissen kommen. Ich hoffe, dass so auch in religiös-muslimische Gesellschaften und Verbänden so eine aufklärerische Arbeit allmählich beginnt, damit die Menschenrechte auch de facto so anerkennen, das heißt, wo die Menschen so leben, wie sie ja möchten. Das ist ein Grundsatz für eine friedliche, aber auch emanzipatorische Zusammensein. Ich weiß jetzt nicht wann, aber es soll irgendwann angefangen werden. Noch eine letzte Frage. Wie kann es sein, also die Moslems-Gruppen machen Geschäfte mit Lesben und Schwulen? Da haben sie keinerlei Schwierigkeiten in ihrer Religion, aber wenn es heißt Homosexuelle innerhalb der Moslem-Gruppen, da gibt es dann die Schwierigkeiten mit der Religion. Anscheinend, wo die Verdienen vom Geld ist, fallen die Barrieren runter. Aber wenn es für die gesellschaftliche Anerkennung zusammen zu sein, zusammen was unternehmen, die als gleichberechtigte Mensch anzuerkennen, ist jetzt eine Schwierigkeit. Das ist ja so eine widersprüchliche Sache. Das heißt, Geld nach unserem Gebrauch riecht ja gar nicht, aber anscheinend Mensch zu sein, miteinander menschlich umzugehen, ist es in unserer Gesellschaft viele nicht dazu bereit. Ich hoffe, dass diese Barriere, diese unmenschliche Barriere irgendwann abgebaut wird. Steht das Bündnis offen für alle Vereine, Projekte, die an dem Thema arbeiten? Wir wollen dieses Bündnis in die Mitte der Gesellschaft führen. Das heißt, das Ziel ist, Organisationen, Institutionen, Unternehmen, insbesondere große Unternehmen, große Institutionen, die diese Gesellschaft tragen, dafür zu gewinnen, diesen Aufruf zu unterstützen. Das heißt, es geht bei diesem Bündnis nicht darum, jetzt sage ich so ein leicht böses Wort, die üblichen Verdächtigen zu versammeln. Ich möchte da niemanden irgendwie in seiner Arbeit nicht wertschätzen, aber es geht gerade um eine andere Zielrichtung. Es geht darum, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen mit diesem Bündnis und aus dieser Mitte der Gesellschaft eine Botschaft auszusenden. Die üblichen Verdächtigen, wie ich sie genannt habe, die arbeiten an diesem Thema sehr konstruktiv seit vielen Jahren und das ist eine wichtige Arbeit, die wir nicht minderschätzen. Aber dieses Bündnis hat eine andere strategische Ausrichtung und deswegen wollen wir auch weiter dieses Bündnis auf breite Beine stellen, auf eine breite Basis stellen mit Institutionen, mit Unternehmen, die diese Gesellschaft tragen, die in der Mitte dieser Gesellschaft angesiedelt sind und von denen man es normalerweise nicht erwartet, dass sie zu diesem Thema etwas sagen.
kann nichts Negatives sagen. Ich als Table C hier in Berlin habe relativ gute Erfahrungen gemacht. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man in den Wald hereinruft. Und ich denke, ich bin vielleicht eine sehr provozierende Persönlichkeit in der Art und Weise, wie ich mich kleide. Aber ich denke einfach, wenn man jeden das Seine machen lässt und jeden leben lässt, wie er gerne möchte, dann hat man auch keine Probleme, auch hier in Berlin nicht. Ich glaube, dass jeder, der nicht in die Gesellschaft so eins zu eins passt, seine Probleme hat. Und natürlich habe ich die auch. Ich reise ja viel rum, bin nicht immer in einer toleranten Stadt wie in Berlin. Und deswegen sind solche Abende wie heute auch wahnsinnig wichtig, um immer wieder für Toleranz zu sorgen. Und Berlin ist eine tolerante Stadt, hat aber ein bisschen verloren, also kann weiter nach oben gehen. Also mehr Toleranz ist wichtig. Ich kann auch jeden auch nur ermutigen. Ich meine, wie erklärst du am besten? Also nur aufgrund der Tatsache, dass es vor einigen hunderten Jahren Menschen gab, die irgendeine Theorie in die Welt geschossen haben, die von vielen dummen Menschen als Allgemeingut angenommen wurde, heißt es für mich ja noch lange nicht, dass ich das für meinen heutigen Alltag akzeptieren muss. Und ohne zu sagen, ich mache jetzt einfach die Scheuklappen zu. Also ich versuche einfach, ich bin kein Thermometer, ich bin Thermostat. Also ich versuche halt, was heißt versuche, also ich bestimme halt selbst meine Umgebung. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann bin ich da und wer damit arbeiten kann, kann damit arbeiten, wenn nicht, der nicht. Und ich habe das große Glück gehabt, dass es immer relativ gut gelaufen ist. Und von daher habe ich kein Problem, was das angeht. Aber jetzt bezogen auf das Schwulsein, kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass manch einer da irgendwelche Vorurteile hat, aber... Wie gesagt, nach vorne gehen, es ist normal in Anführungsstrichen und das muss man halt auch ausleben. Und dadurch, dass man es halt auslebt, kommt man zu einer gewissen Normalität und für mich ist es halt einfach normal. Gibt es bei dir im Umfeld oder in deinem Leben solche Probleme, wo du sagst, die sind heikel, es wird gegen Homosexuelle oder Lesben vorgegangen? Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon einige Sachen erlebt und das Markanteste eigentlich, ich habe ja mal in Neukölln gewohnt und hatte also direkt als Nachbar einen Nazi wohnen, den ich also auch mit der Hilfe von der deutschen AIDS-Hilfe, die haben mich da beraten, um den rauszubekommen. Also das ging über Jahre mit Gericht und ich hatte nicht das Gefühl, dass das einigermaßen beendet wird. Ich wurde wirklich bedroht, richtig bedroht und mir wurde Feuer in den Balkon geschossen. Und mir wurde mit Messer und alles Mögliche gedroht. Also es war wirklich sehr, sehr gefährlich. Und wenn man sowas mal hinter sich hat, dann wird man da schon sehr sensibel. Also ich will nicht sagen, dass das jetzt... Ich finde, Berlin ist eine verhältnismäßig sehr sichere Stadt. Ich bin weltweit unterwegs. Also Berlin ist eigentlich ganz, ganz vorne, muss ich trotzdem sagen. Aber wenn es einen erwischt, dann ist das nicht witzig. Du hattest ja jetzt diese Probleme mit den Nazis gehabt. Ja. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt mitbekommen, dass es Menschen gibt, die auf Nazi-Uniformen stehen, die auf Nazi-Bekleidung stehen und so weiter, die auch sogar bei solchen Sexpartys mitmachen, auch im schwulen Bereich, leider. Ja. Was hältst du davon? Schwierige Sache. Ich meine, Fetisch ist halt Fetisch. Also ich kann es logischerweise auch jetzt nicht wirklich begrüßen. Ich bin, ich bin biracial, also ich bin halb schwarz und halb weiß und wenn mir so Jungs entgegenkommen und ich nicht sofort merke, okay, das sind Jungs aus dem KC oder aus dem KitKat Club oder so, da gefriert es mir schon. Aber ich denke, die Allgemeinheit weiß nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Also ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn diese Jungs auf der Straße, die ja eigentlich schwul sind und ihren Fetisch ausleben, für das normale Volk für Nazis gehalten werden. Das sehe ich sehr problematisch eigentlich. Ich sage mal so, die Verwendung derartiger Zeichen oder Symbole ist grundsätzlich zu verurteilen. Und das ist unabhängig jetzt von der sexuellen Zugehörigkeit etc. Unabhängig vom Status, vom Minderheitenstatus etc.